herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider. Einen wunderschönen guten Abend. Halt dich an mir fest. Mit diesem Hit ist unser heutiger Gast zurzeit permanent im Radio zu hören. Dabei mag sie es normalerweise viel rockiger. Sie ist eine richtige Rockröhre und Powerfrau. Herzlich willkommen, Sängerin und Frontfrau der Band Die Happy, Marta Jandova. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich ebenfalls. Marta, ich muss gleich zu Beginn eine ganz persönliche Frage stellen. Wie gut kennen Sie Ihren Landsmann Karel Gott? Ich kenne ihn sehr, sehr, sehr lange. Mein Vater ist nämlich auch Musiker in Tschechien, auch der Rocker. Und die haben natürlich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich kann mich erinnern, dass Karel zweimal bei unseren Silvesterpartys dabei war. Wir hatten, also meine Eltern haben sehr berüchtigte Silvesterpartys gemacht. Und seitdem ich in Prag wieder wohne, treffe ich auch oft seine Frau. War auch bei denen zu Hause. Der hat mir auch einen Kuchen angeboten vor kurzem, wo ich die Hälfte leider wegschmeißen musste, weil es so süß war. Hat er selbst gebacken? Nein. Das hat er bei so einem türkischen Laden gekauft. Ja. Und er meinte, das musst du probieren. Und ich sieze ihn natürlich, weil der ist ja, da wird ja der Meister genannt, also Mister. Gott. Genau. Und dann habe ich das fast aufgegessen, aber den Rest, das musste er dann zu seiner Frau schnell, wo ist hier bitte Mülleimer, weil das war schon so süß und es war so groß. Also auf jeden Fall, Karel Gott scheint Sie sehr gut zu kennen. Judith Strunk. Verrät mir. Ich darf sie Biene Marta nennen, denn wie man in Deutschland sagt, sie hat Bienen im Hintern. Ja, wunderbar, los geht's. Sie kennt nur eine Richtung, geradeaus auf die Bühne, Marta Jandova. Sie mag Musik, vor allem wenn sie laut ist. Mit ihrer Band Die Happy elektrisiert Marta die Massen. Erfolg hat sie auch in der Fernsehbranche, ob als Jurorin bei Popstars oder in ihrer eigenen Musiksendung im ZDF. Guten Abend und herzlich willkommen zu Neo Music Wanted. In ihrer Heimat Tschechien ist sie ein Superstar und hier auf dem besten Weg dorthin. Auch als ruhige Biene, Marta Jandova. Die Biene Marta. Wie oft haben Sie das schon gehört? Ach, noch nicht so oft. Also seit Herr Gott das gesagt hat, höre ich das doch öfter. Zumal man ja bei uns im Deutschen auch eher sagt Hummeln im Hintern und keine Bienen im Hintern. Ne? Ja, genau. Also, aber wir Tschechen, wir ändern sehr gerne und das hat dann doch irgendeinen Sinn am Ende. Ich meine, Hummeln im Hintern haben Sie ja auch tatsächlich. Sie sind wirklich Power pur, wenn man die Konzerte von Ihnen sieht. Sind Sie im normalen Leben auch so? Eigentlich ja. Ich bin Widder. Ich bin super, super aktiv. Meine Freunde sind manchmal schon sehr verrückt mit mir, weil ich ständig irgendwas machen muss. Ich habe mir deswegen zwei Hunde besorgt, damit ich zumindest so 2-3 Stunden am Tag so ein bisschen Energie ausgeben kann. Und heute bin ich so ein bisschen gemütlich, weil wir sind auf Tour. Wir spielen ja heute noch in Hamburg eben in der Fabrik. Um wie viel Uhr? Um 9. Um 9 Uhr, das heißt 2,5 Stunden. Und von der Sendung direkt genau. Auf die Bühne, wow. Genau, direkt schön anziehen. Ich habe zum ersten Mal mir etwas nähen lassen für die Bühne. Was denn? Ich habe so einen riesen Tüllrock, so grau-schwarz und eine Corsage. Ich habe am Anfang gedacht, wie werde ich singen und atmen können, aber es geht. Ich sitze halt schön gerade auf der Bühne. Wie sitzen? Ist nicht so eine rockige Geschichte? Also ich bewege mich trotzdem immer noch sehr viel, aber wir sind auf einer Akustiktour. Also wir haben noch 3 Gastmusiker dabei. Es ist halt mit akustischen Gitarren, akustischem Bass, mit Kontrabass und dann sitze ich auch zum Teil. Aber weil ich viele Bienen im Hintern habe und Hummeln und alles Mögliche, bewege ich mich doch noch ziemlich viel. Aber Rockmusik und akustisch, also früher hat man gesagt, unplugged, das geht? Das geht super gut. Wir spielen auch mit damit. Also wir nehmen nicht die Lieder einfach und spielen die ein bisschen leiser. Wir verändern auch die Stilrichtung. Ein Lied haben wir in so einem Latin-Style gemacht, wo ich dann versuche, so ein bisschen Flamenco zu tanzen. Wo ich dann gestern auf der Bühne gesagt habe, hätte ich bei der Flamenco-Stunde doch ein bisschen mehr aufgepasst. Dann würde es nicht so komisch aussehen. Aber wir verändern das. Wir sind auch ein bisschen jazziger in einem Stück, in einem anderen ein bisschen mehr Blues und so, wie gesagt, Latin. Ein Lied ist so ein bisschen wie Reggae. Also alles, wir haben einfach Spaß. Ich meine, als Frontfrau in der Rockmusik, das ist eigentlich was Besonderes. Gibt's nicht so oft. Gibt nicht so oft. Ich finde es auch schade. Ich finde es mittlerweile besser, dass immer mehr Frauen in die Rockmusik gehen. Früher waren Frauen wirklich nur als Sängerinnen denkbar und eher bei diesen herzzerreißenden Liedern. Die waren immer Background-Call. Oder so, genau, sexy und ständig irgendwelche gleichen Bewegungen und so weiter. Dann haben sie sich auch als Bassistinnen durchgesetzt und jetzt wollen immer mehr Mädchen singen.
rockig, dreckig und bäh machen. Dann sind Sie ja praktisch ein Idol für all die, denke ich mal. Ja, wir mittlerweile fast schon zu alt. Also vor 5 Jahren, als Silbermond gekommen sind. Stefanie ist ja 10 Jahre jünger als ich. Und in Tschechien ist jetzt das neue Idol. Die ist 20 Jahre jünger als ich. Oh Gott. Dann denke ich, neue Generation wächst nach. Aber das ist nicht nur in der Rockmusik, ist auch im Fernsehen. Denkt man auch immer, neue Generation wird. Ganz aber, genau. Ne, das stört uns überhaupt gar nicht. Wir sind die nicht. Vorreiter. Ja, eben. Ein Schiff wird wieder mal kommen. Wir sind ja hier im Norden. In Kiel war es schon. Dort ist gestern mit viel Tamtam das neueste Baby der AIDA-Familie getauft worden. 2200 Passagiere haben Platz auf der neuen. Und Achtung, jetzt wird es für uns Mädels spannend. An Bord ist der größte Wellness-Bereich aller Kreuzfahrtschiffe. Sven Trösch hatte ein schönes erstes Date. So einen. Ach ja, eine Kreuzfahrt. Waren Sie schon mal auf einer Kreuzfahrt? War ich vor 3 Wochen, zum und? Ersten Mal in meinem Leben. Was für ein Schiff? Das war Majesty of the Seas. Und das ist eine große. Genau, 2700 Passagiere. Ja. Und ich dachte, da werden nur so ältere Amerikaner sein, weil das war von Miami auf die Bahamas und wieder zurück. Ich habe es mit meiner besten Freundin gemacht, und so damit wir viel schlafen und uns endlich die Geschichten sagen, die wir sonst nicht schaffen, uns zu erzählen. Und es war aber Spring Break, also gerade irgendwie die Frühjahrsferien. Deswegen war das Boot voll mit 18-jährigen Mädels und Jungs, die natürlich den ganzen Tag und die ganze Nacht durchgetrunken haben. Und deswegen haben sie sich immer nur mittendrin auf dem Boot aufgehalten. Und deswegen hatten wir, meine Freundin und ich, immer super viel freien Platz auf dem Schiff, auf den Seiten, wo keiner war, weil die Jungen immer am Pool getanzt haben und so. Wet aber es war schön, Contest ganz genau haben. Sowas. Und hat sie Ihnen denn gut gefallen? Wollen Sie es nochmal machen? Ja, aber vielleicht wirklich nur 4 Tage. Also, oder ich würde mal vielleicht gerne von Hamburg nach New York segeln oder wie man das nennt. Ich glaube, da muss man schon fahren. Fahren. Ja. Aber sonst ist das nicht unbedingt die Art vom Urlaub, die ich gerne mache. Bevor ich es vergesse, Martha, ich soll Sie ganz lieb grüßen, und zwar von Wolfgang Niedecken. Der hat gestern dort gesessen. Ja? Es müsste noch warm sein. Ja, ich habe ihn gerochen. Wie und wo haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, als Bab das 30-jährige Jubiläumsalbum gemacht hat. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Lied machen möchte mit denen. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst. Also es war natürlich die Ehre, dass der Herr Wolfgang Niedecken so ein kleines Mädchen aus Tschechien fragt. Und dann hatte ich auch noch Angst, dass ich auf Kölsch singen muss. Und ich musste irgendwie ein paar Worte musste ich so ein bisschen auf Kölsch machen. Aber da mir Menschen in Deutschland die meiste Zeit meine Fehler verzeihen, war es dann doch, es ging. Es war nur unglaublich tief. Ich kann mich erinnern, als der Playback losging und ich im Studio, da waren die ganze Band, Wolfgang Niedecken, Produzent. Und ich so, oh, okay, jetzt gilt's. Und dann war es so, heiß. Gnadenlos heiß. Also so tief war es auch nicht, aber es war für mich schon sehr tief, aber es ist super, super schön geworden, und die waren immer sehr lieb zu mir. Ich war mit denen bei dem großen Jubiläumskonzert, wo ich natürlich so gezittert habe, weil er ist schon ein Superstar. Er ist ein Superstar. Und dazu er noch ein super Mensch. Wolfgang Niedecken, ganz sympathisch. Ja. Wir haben Sie beide bei diesem Auftritt zusammengefunden im Archiv. Hier ist er auch. Schön. Super, toll. Da waren wir noch jung. Ja, super. Wieso, wie lange ist das her? Das ist nicht so lange her. Ich glaube, das 5 Jahre, doch, die sind jetzt 35 geworden, hat er gestern erzählt. Fünf Jahre ist das her. Unglaublich. Aber mir ist gerade aufgefallen, Sie haben wahnsinnige Muskeln. Trainieren ja, aber Sie auch so nur viel? Hier. Das hat so ausgesehen. Ich habe die ganze Zeit so drauf gedrückt. nein, das ist, ich meine, ich bin seit 18 Jahren mit meiner Band unterwegs auf Tour. Ja. Wir spielen auch nächstes Jahr, wenn ich mich nicht irre, am 11. Februar das 1000. Konzert. Wow. Und weil wir halt Rockmusik machen, und ich habe diese besagten Bienen im Hintern, bewege ich mich sehr, sehr, sehr viel auf der Bühne und halte halt mein Mikrofon. Und das Mikrofon, das wiegt schon 3/4 Kilo. Ach. Und wenn ich dann 2 Stunden auf der Bühne rumspringe, dann ist die natürlich der Bizeps toll. Ja. Und mit dieser Hand mache ich ständig den. Also da habe ich eher die Schulter. Also immer nach jeder Tour, wenn ich mich im Spiegel so beobachte, habe ich hier einen Riesenmuskel, hier gar nichts. Hier machst du so blablabla. Aber dafür hier die Schulter. Also stehe ich da so ein bisschen wie Quasimodo. Aber das glaube ich nicht. Übrigens hat mir Wolfgang Niedecken noch ein Geheimnis verraten. Der hat nämlich gesagt, auf der Tour hätten Sie Sascha kennengelernt, den Sänger hier aus Hamburg, mit dem Sie ja dann auch ein paar Jahre zusammen waren. Das war, glaube ich, in dem Jahr, aber dann war es länger her. Dann ist es nicht 5 Jahre her. Noch länger. Sie können ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, dazu bräuchte ich Internet. Haben Sie eigentlich noch guten Kontakt zu Sascha, wenn Sie jetzt hier in Hamburg sind? Sehen Sie sich? Definitiv, das tun wir. Schön. Ich habe ihn auch eingeladen zum heutigen Konzert, aber er kann heute nicht. Aber da gibt es halt eine Privataudienz, ein Privatvorsingen. Genau, mache ich dann gerne. Für die Bühne, schminken Sie sich eigentlich da selbst oder haben Sie eine Visagistin? Ich schminke mich selbst, ich habe es tatsächlich gelernt. Ich wusste bis zu meinem 21. Lebensjahr nicht, wie man mit Schminke umgeht. Ich dachte immer, es reicht, wenn ich mir irgendwas auf die Lippen schmiere und damit hat sich's. Irgendwann habe ich es lernen müssen, weil ich im Theater gespielt habe und da waren wir 20 Frauen und es gab keine Zeit, wir hatten keine 20 Schminkfrauen. Dann habe ich angefangen, es zu lernen und ich finde es spannend, weil so kann ich jeden Tag irgendwas anderes ausprobieren. Und so Visagistinnen, so reich bin ich noch nicht, dass ich mir eine leisten kann. Deswegen mache ich das gerne alleine. Und ich weiß auch, was mir steht. Ich weiß, was ich gerne auf den Augen oder auf dem Gesicht habe. Ja. Und deswegen, aber so immer wieder lasse ich mich von jemandem schminken. Das ist auch sehr gemütlich. Wie hat das eigentlich angefangen, Martha, bei Ihnen mit der Musik? Eigentlich ziemlich früh. Ich wollte nie Sängerin werden. Mein Vater macht ja professionell Musik schon seit, nächstes Jahr feiern sie das 50-jährige Bandbestehen. Wow. Also mein Vater macht sein ganzes Leben Musik. Und deswegen bin ich mit der Musik aufgewachsen. Mhm. Deswegen war es für mich immer normal. Mein Papa hat auch ein Studio und da waren alle Bands, haben da aufgenommen. Ich saß schon als kleines Mädchen im Studio, in der Regie und manchmal habe ich sogar mitgesungen. Irgendwelche Chöre oder irgend sowas. Schon als kleines Mädchen. Wollte aber nie Sängerin werden, weil ich Angst hatte, dass die Leute sagen werden, ich habe kein Talent und ich habe nur Beziehungen wegen meinem Vater und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich erst mit 19 angefangen zu singen und das war mit meiner Band, die ich bis heute habe. Das ist die Band Die Happy. Genau, ganz genau. Das ist meine erste Band. Ich habe davor nie Musik gemacht. Das Interessante ist, Sie waren damals in Tschechien, sind in Prag geboren, war ja auch noch Eiserner Vorhang und Kalter Krieg und sonst was, Sowjetreich. Das heißt, Sie konnten ja noch gar nicht nach Deutschland. Und dann sind Sie nach Deutschland gekommen und haben hier angefangen, mit einer deutschen Band zu singen. Wie kam das? Ich habe mich verliebt. Ich habe gerade Abi gemacht und bin mit meiner Freundin in eine Disco gegangen, habe da einen lustigen jungen Mann gesehen, der... In Prag aber. Genau, genau. Der auf Red Hot Chili Peppers getanzt und gesungen hat. Dann habe ich ihm so ein imaginäres Mikro hingehalten und der dachte schon, oh Gott, was ist das, wer ist das? Wir haben angefangen, uns zu unterhalten. Dann kam er nochmal nach Prag und nochmal und dann sind wir zusammen in Urlaub gefahren. Und dann, in Tschechien war das damals so, dass wenn man auf eine Universität gehen wollte, musste man Tests machen. Mhm. Erstmal schriftliche, wenn man die geschafft hat, ging man zu mündlichen Tests. Ich habe die alle geschafft, aber trotzdem keinen Studienplatz bekommen. Und dann wusste ich, ich habe ein Jahr Zeit, irgendwas zu machen. Manche haben Weltreise gemacht, manche irgendwie irgendwo gearbeitet für ein Jahr oder so, so ein Praktikum gemacht. Und mein damaliger Freund hat gesagt, magst du nicht nach Deutschland kommen? Weil ich wollte Dolmetscherin werden. Ich habe damals schon 5 Sprachen gesprochen und Deutsch hat mir noch gefehlt. Ich wollte 6 Sprachen sprechen. Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, meine Eltern nehmen ständig irgendwelche Studenten auf. Wir hatten schon einen Ami und 2 Franzosen, komm doch. Und wir haben 6 Katzen, einen Hund. Und dieser Mann ist auch der Gitarrist in meiner Band. Wir haben dann sogar geheiratet. Irgendwann mal wieder uns scheiden lassen, weil es dann doch nicht so gut war, dass wir privat und arbeitstechnisch ständig zusammen waren und auch bei seinen Eltern gewohnt, sehr lange Zeit. Und ich war gerade 2 Wochen in Deutschland, kam er zu mir und sagte, Martha, du kannst singen, ich habe eine neue Band, die heißt Die Happy, komm, willst du nicht die Sängerin werden? Und ich so, ach ja, bevor ich mich hier ein Jahr lang langweile, nur Deutsch lernen ist wirklich langweilig. Und damals habe ich noch nicht geahnt, dass ich 18 Jahre später auf den Bühnen Deutschlands und Europa stehen werde, habe ich wirklich gar nicht geahnt. Es war wirklich ein Zufall. Tolle Geschichte. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Ganz genau. Hat gut geklappt. So wie Sie sind auch die Nandus gekommen. Wissen Sie, was Nandus sind? Irgendwelche Tiere? Ja, genau, so eine Art Straußenart. Die sind irgendwann mal von weit weg gekommen, sehr exotisch, aber hierzulande nicht sehr beliebt. Tobias Lickes erzählt Ihnen jetzt die ganze problematische Geschichte.